Wild Weedle Level 3. Okay, nee, das lohnt sich hier nicht. Ich muss weiter weitergehen, glaube ich. Um hier Level 10 Pokémon zu trainieren. So, jetzt gehe ich nochmal kurz hier hoch wegen meinem Dingensbummens da. Hier links, da wo ich schon vorbeigelaufen war. Wenn ich realisiert, dass ich ja inzwischen so ein Teil habe. Jetzt nämlich nochmal Free Pokémon. Rinder. Hier ein Kurator. How can I help you? I would like to meet you. Achso. Exzellent. Wir suchen gerade diese Fossil. Ich glaube Helix-Fossil war es. Code Data Entry in your Pokédex Registry. The Fossil Y. An invaluable piece of puzzle. Das Fossil, auch wenn es ein unabdingbares Teil des Puzzles ist, ist leider unvollständige Komponente der Ausstellung. Wir brauchen außerdem genauere Informationen des Pokémons selber. Weil diese prähistorischen Pokémon nicht besonders gut dokumentiert sind, aber der Pokédex. Aber der Pokédex ist extrem wichtig, um diese Informationen zu bekommen. Während nicht viele dieser Pokémon bekannt sind, würden wir gern die ersten sein, die das herausfinden. Daher frage ich dich, dass du erst die Fangdaten im Pokédex hast, bevor du es. Ich muss erst jemanden finden, der mir das tauscht. Ach, ihr seid doch doof. Jetzt habe ich ein blödes Fossil und ich kann es nicht benutzen. Ey. Das ist doch dumm. Das ist echt dumm. Hier, ein Helix-Fossil. Ich habe das richtig angeklickt, ja. Das ist doch dämlich. Das ist sowas im Dingens nicht. Das nervt. Der Apfelhaser. Warum macht man denn keine F? Was ist denn falsch mit dir? Oh shit. Arbok, ja. Lass mal auf ein stärkeres Pokémon wechseln direkt. Hör auf zu flinchen, ja? Falls du es wieder vorhast. Oh, interessant. Item, Pokéball. Pokéball. Nervt das Vieh. Pokéball. Kotzt ein bisschen an. Aquaknarre. Was? Lucky Chant? Keine Ahnung, Silberblick verdeckt. Was ist denn Lucky Chant? Zeige vom Typ Normal, der vierten Generation existiert. Mit dem Beschwörung eingesetzt wird, wird das komplette Team für 5 Runden lang vor Volltreffern geschützt. Aha. Okay. Ja, mir Wurst. Der war wichtig. Ein Sand Slash. Ja, auf YouTube schneidet diese Sache immer raus, ne? Weil die relativ langweilig sind tatsächlich.
passiert ja nicht viel, außer dass ich hier durchlaufe und ein paar Pokémon nebenbei kaputt mache. Bim 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 bim. Oh, die Angriff hätte kann ich vergiften? Oh, ich sehe gerade. Was macht denn Bully sieht? Ja, hier Mega Drain. Bully Seed Pokémon. Sorgensamen kann ich auch nicht. Was ist denn das? Was macht denn das Ding? Der ewig diese Pokewiki aufzurufen, die Deutsche. Sogen Sie am Ende die Fähigkeit des Ziels in Insomnia. Durch diesen Effekt wird das Ziel am Einschlafen gehindert und bereits starke Pokémon werden aufgeweckt. Sogen Sie ist wirkungslos bei Pokémon der Fähigkeit Variabilität, Schnarchen oder Taktikwechsel. Aha. Das ist gegen Pokémon, die sich irgendwie mit dem doofen Schlaf immer heilen, ne? Ganz sinnvoll. Relaxo zum Beispiel, ne? Hier, Erholungsgedöns. Kann man da ein bisschen verhindern. Wir sind gerade irgendwie im Haus von Misty, okay. Weil wenn man so ins Haus reingeht, okay. Interessant. So, Berry or Powder Man? Put, you can put a bike in the bag. Why do you need something for the berries too? Du kannst ein Fahrrad in deinen Rucksack tun, warum brauchst du irgendwie ein Glas für deine Bären? So, die Frage ist jetzt, wie besiege ich das Level 22 Golbat? Eigentlich indem ich mein Pikachu ein bisschen auch trainiere. Trotzdem dich noch hoch machen, weil wenn ich jetzt angreife, ist wahrscheinlich wieder ein okay. Ist wahrscheinlich wieder ein Käfer-Pokémon, dachte ich. Wer will das Pokémon? Seedot? Achso. Items, Pokéball. Sehr schön. Gefangen. Cascoon. Das ist doch auch so ein Käferding, so ein neues. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Pokémon das gehört tatsächlich. Ach man. Pokebälle sind bald alle. Geh doch. Pokebälle sind bald alle. Der Baum ist leer. No. Okay, hier geht es nämlich nicht mehr sinnvoll weiter. Alles klar, dann können wir jetzt Pikachu vornehmen und Training für Pikachu anfangen. Pika Pika! Tschü! Elektroball.
und 470 XP. Das ist doch ordentlich. Wie viel brauche ich denn? 1300 fürs Level Up noch. Ich gehe vielleicht auch mal heilen. Keine gute Idee, wo ich sonst meine Kämpfe trainieren könnte. Bisschen doof. Fehlt mir die gute Idee. Nicht zu weit gelaufen. Ja, bitte heilen. So, du bist eigentlich noch das schwächste Glied an der Kette, ja. Entsprechend nehmen wir hier mal kurz in den Bäumchen. Gucken, ob da was drin ist. Was wir für die rausschütteln könnten. Ja. Wilde Pokémon. Ach komm! Ach komm! Ich bin auf jeden Fall deutlich stärker als du. Du da. Warum immer Hutu? Gib mir doch wieder die Käfer-Pokémon, die waren besser. Ach komm! Welche hilft mir Sleep? Ah, jetzt ist sie nicht mehr am Sleepen. Die Lumberries wirken anders, natürlich hart. Das ist natürlich hart. Gib mir mal hier Lumberry, kriegst du. Und du hast auch noch keine. Sehr schön. Der war leer. Oh, schade. Ich muss eigentlich wirklich das Level 22 Ding ins Bombens da oben töten. Dazu brauche ich einen Pikachu. Eine höhere Stufe. Das ist übel. Das ist sowas von übel. Thunder Wave. Hier, yeah, Tail Whip Back. Das ist ein Thunder Wave. A weak Jolt Electric that paralyzes the target. Ah, so. Donnerwelle. Ja, genau, das ist nur Paralyse. Ja, ab Level 20 können die mir auch nicht mehr gehorchen unter Umständen. Pökemönchen. Ja, bitte Pokémon heilen. Dankeschön und tschüss. Was bist du eigentlich? Hallo Jüngling. Warum guckst du mich so an? Denkst du, dass ich dir irgendwie die Zukunft versehen kann oder was? Das U-Bahn-System ist leider außer Betrieb aktuell. Ich frag mich, ob der Manager in davon weiß, Saffron City. Aber wahrscheinlich nicht, weil ich muss nicht dahin gehen und dem das sagen und dann kann ich es benutzen. So, Pikachu. Ja, Schwimmer Joe. Komm mal ran, Schwimmer Joe. Hey, du willst kämpfen? Hier kommt's. Los geht's. Ich weiß nicht, welche Nummer du bist. Erstmal Elektroball bauen. Okay, ich bin mal vor dir dran. Aber ist nicht tot. Donnerschock. Goldini. 4600 XP. Holy. Das war ziemlich gut. Ja, Landon, komm du mal ran. Hallo. Damit du mich die Kämpfe lässt, musst du mich besiegen. Der hat zwei Pokémon. Elektroball. Okay, ist direkt tot. 2300 XP. Elektroball. 3000. Level 20. Ist ein gutes Training.
Du hast gute Chancen gegen sie. Okay, ja, das glaube ich. Ich gehe nochmal kurz heilen. Und dann mache ich sie platt. Würde ich sagen, weil ich habe zwei Pokémon hier. Mein Beauty und mein Pikachu. Die gut gegen Wasser-Pokémon sind. Also sollte eigentlich nicht so ein Problem sein. Und nach der Arena würde ich dann für heute erstmal den Stream beenden. Tut mir leid, dass ich mittendrin angerufen wurde. Das kann ich aber leider nicht verhindern. Meine Freundin ist halt wichtiger, als dass ich hier dann ungestört streamen kann. Hier, Misty, komm ran. Hey, neues Gesicht. Nur die Trainer. Only those trainers who have a policy. Nur die Trainer, die in, keine Ahnung, die Grundsätze, was Pokémon angeht, haben, können professionell werden. Was ist dein Ansatz, wenn es darum geht, Pokémon zu fangen und zu trainieren? Mein Grundsatz ist alles über den Angriff von mit Wasser-Pokémon. Okay. Ja gut, ich habe Elektro-Pokémon, wenn dir das passt, ne? Oh, der lebt das überhaupt? Krass. Ubi. Speedfell, Thundershock. Noch halt diese andere. Mal rein. Feld 21. Elektroball. Direkt tot, sehr schön. 3600 XP, 22. Holy moly, ey. Eiswind, das ist natürlich ungünstig. Wenn ihr Eis nicht gegen Pflanze sogar effektiv ist, ist das ja echt kacke. Mega Drain. Das ist nämlich super effektiv. Shit. Ja. Okay. Super Potion. Auf dich? Da kann ich vielleicht mal angreifen? Nicht wirklich. Vor allem, da mein Speed fällt. Ja, kannst versuchen, ich glaube, ist sofort. Shit. Los, Sherlock, mach's fertig. Bite. What? Psycho-Zeug kann das Ding auch noch? Das stirbt vor allem nicht da dran. Aber ich sterbe da dran. Belebe ich das? Nope. Überlebe ich nicht. Und du kannst mir wahrscheinlich mit Wasser nicht das einsetzen, ich bin einfach dumm. Deswegen kann ich zucken. Critical Hit super effective. Dass es halt Eis kann, aber habe ich nicht gerechnet. Ein HP halt, ne? Ein fucking HP. Oh, geschafft. Feint. Was denn Feint? Moment mal, ich habe XP bekommen. Achso, komm, frag mich jetzt einfach nur. Feint Pokémon. Offenlegung. Finte. Großer Schaden und trifft unabhängig von Veränderungen an Genauigkeit und Fluchtfeld immer. Okay. Hier, Thunder Wave. Das ist natürlich kacke. Das kann ich jetzt nochmal probieren, weil ich habe jetzt noch Level Pikachu. Oder darf ich das erst nächsten Tag wieder machen, weil ich verloren habe? Natürlich kacke. Ja, Wasser-Pokémon müssen wir schauen. So, direkt tot. Nochmal. Direkt nochmal direkt tot sein, genau. Hab ich keine XP mehr dafür. Ah. Weil ich die schon besiegt hatte.
So, direkt Ted. Schafft. Null Pokédorf verbinden, weil es halt nur versucht hat. Okay. Hey, du hast geschafft. Kannst du Wasser oben haben? Zeig dir. Da ist ihr Pokémon to use. Achso, jetzt kann ich Schneider benutzen, wenn ich will. Die nächste Arena wird nicht so einfach sein. Geh nach Vermilion City und mach dich bereit für eine richtige Herausforderung. 1231 Pokédolle bekommen. Außerdem guck dir meine Kollegen am vorderen Bereich des Gym an. Ich kann einen TM kaufen. Aha. Kann ich einen TM kaufen? Du da? Du? Hey, du hast mich nicht besiegt. Ich werde dir Bubble Beam. Achso, Flupstrahl verkaufen. Ich brauche nur einen Flupstrahl, glaube ich. Ja. Danke für dein Geld. Oh, das ist das, was ich mal beibringen will. Was ist denn? Nein. Das da? Rotergun? Bubble Beam. Hier, ein Blubstrahl will ich dir beibringen. Dann mach hier mal Blub weg. Blubstrahl nehme ich mal, dann lasse die stärkere Variante davon. So. Aber jetzt sollte man ja auch stark genug sein, um das da oben zu besiegen. Nur noch schnell da oben den blöden Golbat-Typen plätten. Hab heute ganz schön viel verloren tatsächlich, das ist nicht so cool. Moment. Bap. Headbutt. Diese Pokémon-Kräfte. Blödes Hut. Blödet Hut. Das überlebst du da noch. Nein, geht's nicht durch. Shit. Ich dachte, geht's noch durch. See you, Eddie! Ich hab dich schon gefangen. Dann kann ich einfach packen und ein bisschen zurück. Yo, direkt dead. Meine Pokémon. Die haben mir vorhin einen Pool im Garten, ne? Will ich auch haben. Gib mir den Pool. So, zack. Pikachu vor. Bitte nicht mehr andere Pokémon sterben. Oh, den kann man gar nicht. Den kann man noch nicht bekämpfen. Ne? Gut zu wissen, dass ich den nicht besiegen muss, demnach. Seismitos. Drei davon. Dreimal Seismitos, okay. Trainiere meinen Abra um Seismitos, okay. Aber du wirst viel schneller stark. What the fuck? Jetzt komme ich hier zu den komischen Typen. Da oben gibt es irgendwo einen Schneider, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Aber Zerschneider ist es, glaube ich, auf Deutsch. Nicht Schneider, Zerschneider. Was gibt es denn hier für Pokémon? Gibt es hier noch andere Pokémon? Ah, Mirapla! Pokéball. Sehr schön, mir hat gefallen. Also, wünsche euch einen wunderschönen Abend, bis bald und macht's gut.